Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapinter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 93. Das Ganze wie immer zum Bau meiner N-Modellbahnanlage. Von Anfang an könnt ihr hier dabei sein. Jeden Freitag 16 Uhr hochgeladen. Ist es wieder pünktlich abrufbar für euch. Das ist aber nicht immer nur für die Spur N. Weil das, was ich heute mache, zum Beispiel das Schottern von Weichen und das Verkleben jenes Schotters bei den Weichen, das gilt natürlich für alle Spuren, für die H0, für die TT und auch für die Z. Aber trotzdem baue ich ja eine Spur N und deswegen das Thema Spur N. Aber wie gesagt, ihr könnt alle dabei sein. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Und wie ich das Ganze mache, möchte ich dir natürlich heute hier im Video zeigen, wie ich das gestalte, weil ich möchte, dass ich ein ganz tolles Bild habe von Anfang bis Ende. Und das Ganze mache ich natürlich heute unter den Arkaden, die ich letzte Woche angefangen habe. Man wird es kaum sehen, aber es ist da und ich freue mich, wenn ihr auch dabei zuschaut. Dann würde ich sagen, bis gleich im Video. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück im Video. Und wir wollen auch gleich einsteigen. Vielleicht mal ganz kurz zum Anfang. Ich bringe hier eine Art Tutorial. Ich bringe aber kein Tutorial mit erhobenem Finger. Wird gesagt, so wird es gemacht und nicht anders. Das ist also nicht der Fall. Ich möchte euch nur zeigen, wie ich das mache. Zum Beispiel, was ich gerade im Hintergrund mache, das mache ich sonst auch nicht wirklich immer. Ich streiche also nicht immer vorher meine Gleise unterhalb mit Weißleim ein. Das habe ich jetzt nur hier gemacht, weil es hier wirklich eine andere Art zu arbeiten ist, weil ich ja den Hintergrund, der da aus Karton gedruckt worden ist, nicht so nass machen kann im Hintergrundbereich, wie ich das gerne sonst immer mache oder möchte. Und deswegen habe ich das so gemacht. Also ihr merkt schon, man kann das immer variieren, weil was mich daran zum Beispiel stört, ihr seht, wenn ich mit dem Pinsel das jetzt so ein bisschen hoch mache, ist der Schotter nass. Und das arbeitet sich natürlich etwas schwerer. Gerade hier im vorderen Bereich sieht man das ganz gut, aber es ist alles kein Problem. Man kann das sehr, sehr gut bearbeiten. Ihr seht auch, was ich nicht mache. Ich arbeite nicht mit einer Schotterhilfe. Ich habe das zwar da, ich habe das aus Lasercut, ich habe das aus Acryl da, aber ich arbeite nicht damit. Ich nutze das nicht. Ich arbeite wirklich, dass ich meinen Schotter mit einem Löffel auftrage und teilweise sogar richtig dick den Schotter auftrage und dann mit einem wirklich weichen Pinsel, das ist ein sehr, sehr weicher Pinsel, den wir hier sehen, versuche ich das entsprechend in Form zu bringen. Natürlich dauert das. Ich habe hier teilweise bis zu achtfacher Beschleunigung drin. Lasst euch Zeit oder wer es noch nicht gemacht hat, ich bin mir 100% sicher, meine Zuschauer haben alle schon mal geschottert oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus und können das vielleicht sogar besser als ich. Davon gehe ich auch aus. Und trotzdem wollte ich euch mal zeigen, wie ich das mache, weil es geht mir auch speziell um das Schottern in den weichen Bereichen und auch das Verkleben in den weichen Bereichen. Ich habe ja auch meine Weichen gealtert in den Bereichen. Ich weiß, das machen manche auch nicht. Die altern das da speziell nicht, wo die beweglichen Teile sind. Und die schottern das dort auch nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Man gibt sich so viel Mühe, man baut eine wunderschöne Anlage auf und dann sieht man immer so diese weichen Teile, die rausstechen aus dem ganzen Bild. Also ich bin der Meinung, es sollte schon ein schönes Gesamtbild ergeben und deswegen mache ich auch die Weichen komplett mit. Und ihr seht auch nochmal im Hintergrund dazu, wie ich das mit dem Pinsel wirklich akribisch nachziehe. Sogar den Damm, den nicht den Damm kann man nicht sagen, aber den Berg jetzt hier, den, ach, wie heißt das schon wieder? Ich hab's wieder mal mit Namen. Also ich forme das komplett mit dem Pinsel. Und jetzt sehen wir hier an der Weiche, wie ich das mache. Ich habe die komplett mit Schotter eingehüllt. Was ich natürlich nicht machen kann, ist dort, wo das bewegliche Teil, was sich hin und her schiebt, was die Weiche stellt, das muss ich natürlich relativ, nicht nur relativ, das muss ich freikriegen von den Steinchen. Und ansonsten hat man dann nämlich wirklich, weil das liegt aufeinander auf, und dann hat man an dieser Stelle, wenn ein Steinchen das schmirgelt, das funktioniert nicht, das schaffen die Antriebe nicht. Und ihr wisst ja, oder zumindest die meisten wissen das, dass ich ja mit
Federdrahtarbeiter. Und irgendwann ist auch der Federdraht an seiner Grenze und sagt, nö, da liegt was immer drunter, das kann ich nicht mehr bearbeiten. Und noch schlimmer wird es ja, wenn ich es nachher verklebe. Dann habe ich ja den Effekt, dass dann dieses Steinchen, was mich behindert, was vielleicht mal irgendwann verschwinden würde, wenn ich oft genug schalte, verklebt ist, das bringt's nicht. Und ihr seht, dass ich immer wieder die Weiche bewege, so ein bisschen rüttle dran, um die Steinchen rauszubekommen. Das geht bei mir natürlich relativ gut. Das könnt ihr nicht machen, wenn ihr die Originalantriebe drin habt. Da könnt ihr nicht so rütteln. Das funktioniert nicht. Aber durch meine Federantriebe könnt ihr dieses Rütteln ruhig machen oder kann man dieses Rütteln machen. Und dadurch kann man die Steinchen mehr oder weniger auch entfernen. Und dann immer wieder mit dem Pinsel schön ordentlich zwischen Weichenzunge und Gleis. Und unten drunter, das schafft man. Das geht wirklich gut. Also man muss sich da wirklich Mühe geben. Und wie gesagt, ich mache hier mit teilweise 8-facher Beschleunigung das Video, weil ansonsten wäre es einfach zu lang. Da wird man uns eine Stunde mit diese Sache angucken, obwohl ich wesentlich länger noch gebraucht habe. Ich habe da, glaube ich, 2 Tage für das ganze Stück gebraucht. Und ja, wie gesagt, ich mache das auch mit dem weichen Pinsel, bringe ich das Ganze in Form. Und mit diesem borstigen Pinsel, den ihr schon gesehen habt, damit... Dieser Pinsel hier gehe ich dann über die Schwellen in der Mitte und durch bestimmte Bewegungen schleudert man regelrecht den Schotter, der zu viel ist, zwischen den Schwellen raus. Hier fehlt zum Beispiel auch so eine, hier fehlt keine Schwelle, aber da ist zum Beispiel eine Stelle, wo die Gleise zusammengestoßen waren. Das sieht aus, wenn eine fehlt. Da mache ich sogar später so, aber das mache ich erst, wenn alles mal fertig ist. Da nehme ich von einem Stückchen Schwellenband, was ich so noch habe, schneide ich es ab und klebe da tatsächlich so ein Stückchen Schwelle noch hin, so dass man da eben auch wirklich da das schöne Bild nach hat. Also man kann da sehr, sehr viel nacharbeiten, definitiv. Und ihr seht jetzt hinten, wie ich an der Wand, wo die Rückwand dran ist, sehr vorsichtig den Kleber aufbringe. Das werdet ihr im Gegensatz zum späteren sehen, wie ich da richtig satt auftrage. Und aber hinten halt nicht, sonst zieht die Feuchtigkeit mir in die Wand rein. Und deswegen sprühe ich zum Beispiel auch meinen Schotter nicht nass an dieser Stelle. Ja, das macht man ja sonst auch immer, das muss es aber nicht machen, weil mein Schotter saugt sehr, sehr gut auf. Aber man kann den Schotter mit einer Sprühflasche vorher noch ein bisschen nass machen, da wo es geht, und dann nimmt er den Kleber noch besser auf. Braucht man aber eigentlich nicht. Also mir ist es aufgefallen, wenn man das macht, ich mache das schon ewig so, dass man das nicht nass machen braucht, aber man kann es durchaus nass machen. Selbst zwischen den Schwellen den Kleber auftragen, muss man normalerweise auch nicht wirklich machen. Das mache ich dort hinten speziell, weil ich da eben nicht zu viel Kleber bringen konnte, damit eben der bedruckte Karton da hinten nicht die Feuchtigkeit zieht und dann alles sich so, nicht nur wellt, sondern auch, dass die Farbe verwischt da drin, ja. Und ansonsten reicht's, wenn man richtig satt arbeitet, dass man links und rechts zum Gleis, und das saugt dann durch die Kapillarwirkung nach innen rein und hat dann entsprechend dann auch den Kleber dazwischen verklebt. Da muss man das gar nicht so machen. Macht sich besonders gut bei Tief- oder Tiefengrund, dass dann eben dieser weiße Kristallfilm, der sich da oben bildet, eben nicht auf den Schwellen liegt, weil man das nur in den Schotter reingemacht hat außen, ja. Und ja, hier zeige ich nochmal, wie ich dann arbeite, bevor das Ganze aushärtet. Das heißt, wenn der Kleber noch feucht ist, wasche ich meine Weichen mit viel Wasser ab. Das heißt, ich möchte jetzt dem entgegenwirken, wenn jetzt sich wirklich Kleber durch eine Kapillarwirkung in bestimmte Weichenbereiche gesaugt hat, gehe ich damit viel Wasser drüber und wasche den noch ab, bevor er fest wird. Denn ich verwende einen Grad 3 Weißleim, der nicht wasserlöslich ist, wenn er fest ist. Und deswegen mache ich das natürlich, bevor er fest ist, logischerweise. Und tupfe dann, wie man hier sehen kann, das noch ein bisschen ab. Und achte aber immer wieder drauf, dass ich die Weichen bewege. Ja, also wenn das, bevor das abtrocknet, das zeige ich natürlich jetzt hier nicht, weil das habe ich zigmal gemacht. Wenn ich manchmal abends noch hier sitze, dann stehe ich auf, gehe wieder rüber und rüttel an meinen Gleisen, an meinen Weichen ein bisschen, bringe die immer wieder in Bewegung. Und ich habe bis jetzt noch nie einen Ausfall gehabt, dass mir eine Weiche nicht funktioniert hat im Anschluss, dass es eben nicht mehr ging. Und wir sehen es jetzt hier, wie es eben noch ein schönes Bild ergeben hat. Es war ein bisschen kurz die Stelle, vielleicht mache ich mal noch ein Standbild mit rein. Und es sieht einfach besser aus, meines Erachtens, von meinem Gefühl her sieht es einfach besser aus. Und ja, also keine Angst davor, mach das. Also wie gesagt, mit Oberflurantrieben, also mit Originalantrieben, sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Aber auch da geht's, habe ich auch schon Stellen gemacht. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Weiche, wo ich sogar den Weichenkasten, Schaltkasten, den Originalantrieb mit
eingeschottert habe, dass man ihn nicht so sieht. Das ist an einer Stelle, wo ich sonst nicht hinkomme. Ich blende mal ein Bild ein. Ich hoffe, ich denke nachher noch dran. Und auch das geht. Also man kann wirklich alles verschottern, wenn man sich die entsprechende Mühe gibt. Und dann braucht man auch keine Angst davor haben. Und ich bin der Meinung, wir haben die Zeit. Wir haben ein schönes Hobby, wo man Zeit lassen kann. Und dann habe ich halt die Woche gebraucht. Natürlich ist es ein Wochenupdate. Und natürlich habe ich vielleicht die Zeit gebraucht, eine Woche lang, um das Stückchen einen Meter da einzuschottern. Aber das ist mir doch egal. Ich habe doch, wie gesagt, Zeit, um das nochmal zu sagen. Und so geht es den meisten von euch auch. Wir werden doch nicht getrieben, wir müssen doch nicht morgen fertig sein mit der ganzen Geschichte. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Dann wünsche ich euch viel, viel Spaß in der nächsten Woche, falls ihr auch in euren Eisenbahnen bauen wollt. Und dann sage ich, macht's schön gut. Bis nächsten Freitag, 16 Uhr, bin ich wieder für euch da. Tschüss!